Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin Sascha und das da ist Till von Till und sein Vlog. Und wir haben heute den 21. Oktober und am 21. Oktober gibt es ja auch ein Geburtstagskind. Richtig, und zwar 1980. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Ja. Findest du sie gut? Ich muss gerade mal schauen. Nein. Nee. Kanntest du die vorher? Ich kenne den Namen und ja, so, aber ich habe jetzt gerade mal gelesen, prominente Schauspielerin, Model, Unternehmerin. Alles Käse. Müll. Alles Käse. Das ist die Tochter von dem ehemaligen Rechtsanwalt von O.J. Simpson. Okay. Ja, und der war ganz berühmt bei dem O.J. Simpson-Prozess. Und ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass sie berühmt geworden ist. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist sie, finde ich, sehr überproportioniert. Verstehst du? Viel, da hast du aber ein schlechtes Bild rausgesucht. Ja, viel Arsch, viel Titte. Mhm. Ja, und das ist alles ein bisschen viel. Aber ich finde es jetzt nicht so geil. Der Till steht drauf. Ja, am 21. Oktober ist auch in Frankreich das Frauenwahlrecht eingeführt worden. In welchem Jahr? Das war 1945. Ah. Ja, also relativ früh. Ich glaube, in Deutschland war es irgendwie in die 70er oder so. Ja, aber 45 ist eine logische Erklärung. Die wäre? 45 war der Krieg aus. Krieg, ja, ist ja gut. Und Männermangel. Meinst du? Ja, natürlich. Achso, da mussten die Frauen wählen. Du bist so schlau manchmal. Manchmal, wenn es nicht um Filme geht. Ja, wenn es um Kinofilme geht, ist der Till hier Katastrophe. Niemals fragen, hast du es gesehen? Du wirst immer Nein als Antwort bekommen. Es sei denn, es ist ein Tatort von Jan-Josef Liefers. Das haben wir alles auch schon gelernt. Das müsst ihr in den anderen Folgen. Geht den Kalender einfach mal zurück und sucht genau, Folgen da, wo mit Till mir. Dabei ist, Katastrophe. Ja. Genau. Was war am 21. Oktober noch? Ja, das ist Tag der Kinderseiten, also Kinder-Internetseiten. Ah, also der Tag, der, also das ist ein Gedenktag oder ein Feiertag sozusagen für Kinder-Internetseiten. Bewegst du dich manchmal auf Kinder-Internetseiten? Eher nicht. Sendung mit der Maus und so ein Kram? Ich gehe ab und zu mal auf euren Kanal, aber... Ja, gut, das ist jetzt ein komischer Vergleich, aber... Ich verzeihe dir. Am 21. Oktober ist auch Willy Brandt, damals Vorsitzender der SPD, zum Bundeskanzler gewählt worden. Ja, Willy Brandt, kennst du den Sohn von Willy Brandt? Nein. Der macht ja das Pendant, oder hat lange Zeit das Pendant zum Tatort gemacht. Polizeiruf 110. Ah, ja, ja, ja. War noch beschissener als der Tatort. Also ich hab's bis auf Münster? Bis auf den Tatort Münster, den liebt der Till ja übrigens, ja genau. Und das war der Sohn von Willy Brandt. Willy Brandt sehen wir hier. Willy Brandt, ganz bekannt. Weizenreim. Damals Bundeskanzler und ist Bundeskanzler geworden im Jahr 1969. Ja, und war vorher irgendwie auch eine führende Rolle bei der Hamburger Flutkatastrophe. Ja, war ja da Bürgermeister und so ein Kram. Da war er im Amt und... hat quasi dafür gesorgt, dass die Bundeswehr zum Einsatz kam, was früher eine heikle Sache war. Ja. Auf eigenem Boden und sowas. Ja. Genau. Der Till hat ja auch manchmal Hintergrundwissen, mit dem man was anfangen kann. Nicht manchmal. Immer, aber immer seltener. Ja, das war Shoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute mit Till von Till und seinem Vlog. Check mal auch seinen Kanal hier. Und morgen heißt es wieder Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen bei Shoki Banoki New Television. Cheerio, Miss Sophie.